Das Schild mit ihrem Namen hängt schon und gleich wird Angelika Klüssendorf auch wissen, wie der neue Stadtschreiber im Bergener Festzelt willkommen geheißen wird. Wer die Volksfeststimmung schon kennt, das ist Marcel Bayer, der 39. Stadtschreiber von Bergen. Er hat gerade den Schlüssel für das Stadtschreiberhaus an seine Nachfolgerin übergeben. Wenn man hier ankommt und so sieht, wie vertraut und freundlich alle Menschen miteinander umgehen, ist einem das natürlich erstmal so ganz neu. Also man fragt sich so, wird man jemals, weiß nicht, dazugehören oder wird man das jemals auch so erreichen? Und jetzt nach einem Jahr geht mir das eben so, ich grüße den und ich grüße den und hab mit dem noch was zu besprechen und so weiter. Also es ist so ganz, ganz vertraut geworden hier und man hat so viele Menschen kennengelernt und ist schon ein bisschen komisch wegzugehen. Vor einem Jahr erhielt Bayer den symbolischen Amtsschlüssel von Thomas Lehr. Dem Autor war es ebenfalls schwer gefallen, nach seiner Amtszeit das Häuschen, Bergen-Enkheim selbst und seine Joggingstrecke durch die Streuobstwiesen zu verlassen. Selbstredend war das Festzelt auch in diesem Jahr voll besetzt beim 40. Stadtschreiberfest in Bergen. Und wie Marcel Bayer damals, ist auch Angelika Klüssendorf beeindruckt. Eine tolle Stimmung. Also das ist irgendwie selten für einen Schriftsteller, dass da so eine Art Volksfestcharakter ist. Also sehr angenehm. Das Häuschen ist auch sehr schön. Also die Zimmer sind toll. Also ich bin jetzt im Moment ein bisschen von den ganzen Eindrücken überfordert. Bei ihrem Vorgänger ist nach 365 Tagen Amtszeit als Stadtschreiber keine Spur mehr von Unsicherheit. Für Marcel Bayer war diese Zeit literarisch produktiv und schön. Ich kenne das einfach so. Ich bin so tagsüber ganz versunken in meiner Arbeit und abends möchte ich dann noch gerne unter Leute. Dann ist es einfach so, dass eigentlich alle so offen sind und auch einem Gesellschaft leisten oder einem die Geschichten erzählen aus ihrem Leben und durfte verrückte Dinge, was ich ja an verrückten Geschichten gehört habe, das ist so unglaublich. Und so war es bei mir eigentlich so, dass wir eben über Tag konzentriert gearbeitet haben, dann haben wir abends gekocht und gegessen und dann sind wir in die alte Post und wussten, die Wirtin, die Draghi, die setzt uns dann schon irgendwo an den Tisch dazu oder holt Leute an unseren Tisch und dann bekommt man so von der Außenwelt was mit. Und diese Abwechslung ist einfach so was ganz Wichtiges und Schönes. Selbst für weitgereiste Schriftsteller ist der Aufenthalt im Bergener Stadtschreiberhaus immer wieder etwas Besonderes. Und auch Angelika Klüssendorf weiß schon, wann sie definitiv in Bergen anwesend sein wird. Also so wie Marcel Bayer auch, dass mal 10, 14 Tage am Stück. Bei mir vor allen Dingen, glaube ich, eher die Wintermonate auch, weil dort eine schöne warme Heizung ist und ich in Brandenburg wohne und dort eine Ofenheizung habe. Es ist also garantiert, dass auch mit der 40. Verleihung des Stadtschreiberamtes alle Seiten profitieren, allen voran die Literatur.